Servus, die Mau, und grüß euch, die Buben. Ja, ich bin heute einmal unterwegs. Wir haben einen super Tag heute, 20 Grad. Ihr seht, ich bin in einem super Waldstickel. Von der Seite bin ich noch nie gekommen, also ein Stickel weiter vor in die Gegend kenne ich. Da jetzt ist es ein bisschen neu. Dschungel quasi. Ja, eine Kleinigkeit mit zum Essen. Käfchen ist sowieso klar. Und einfach den Tag noch ausnutzen. Schauen wir mal, was auf uns zukommt. Also, gehen wir mal den Song, oder? Los geht's! Ja, Freunde, es herzelt. Die Blaubeeren fallen schon runter von den Bäumen. Aber es hat, wie gesagt, nur 20 Grad, also optimal. Schön. Da ging der Geruch von Maggi, von einem Wildschwein da in der Nase. Da hinten raschelt es auch dauernd. Ich schnappe jetzt die Cam wieder und gehe da langsam zu. Schauen wir mal, was sehen. Ja, ich hoffe, ich kann die Kamera relativ gerade halten. Ich habe da jetzt das 22er Pancake drauf. Das heißt quasi, das hat keinen Stabilisator, das Objektiv. Jetzt habe ich nur das in der Cam drin, aber ich werde es sowieso nachher noch nachbearbeiten. Aber das ist so geil, da fallen pausenlos Blauen runter, kleine Asteln. Das macht sich so gut. Echt geil. Ja, die Schweinerl, wieder haben sie mich gerochen, aber ich habe nichts mehr gehört von ihnen. Ja, ich gehe da jetzt weiter ein bisschen durch die Wildnis durch. Ja, Hunger habe ich auch. Habe heute wieder mein Solostoff dabei. Und diesmal habe ich diese Pellets mit zum Hatzen. Die dürften nicht so schlecht sein. Das schauen wir sich dann einmal in Ruhe an. Na, das Platzl da hat mir schon ganz gut gefallen. Dann schauen wir mal, da niederlassen. Hunger hätte ich ja schon. Ich glaube, ich werde mir das einverleiben. Oh, mir schaut es relativ sicher aus. Schaut ganz gut aus. Ja. Bleiben wir da. Hunger habe ich auch schon. Ich habe so Speckwürfel dabei und ein paar Eierklopfe für meine. Und dann habe ich mir noch extra so ein paar Paprika. So gemischte, grün, rot, gelbe, die haben wir sich auch dazu. Ja, aber jetzt richte ich mir alles her. So, ich habe da auf alle Fälle, weil da eben mir die Pellets durchfallen, also ein kleines Gitter bastelt. Das kommt da jetzt noch rein. Dann schmeiße ich da ein paar Pellets rein. Natürlich so viel, dass man unter die unter der Vergasungslöcher bleiben. Das dauert jetzt eher ein bisschen, bis die anbrennen. Dann werden wir da ein bisschen an Spiritus dazu tun, dass das leichter anbrennt. Dann brennt das leichter an. So, und jetzt dauert es eher Zeit lang, bis das jetzt ordentlich anfängt zum Brennen. Dabei riecht man alles andere her. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber da hinten ist eine ordentliche Kreischerei im Gange. Das dürfte ein Vogel sein. Ja, schön langsam wird das was, wird noch ein paar Minuten dauern und dann geht's los. Wie gesagt, meine Speckwürfel habe ich dabei, drei Eier und ein bisschen Paprika habe ich auch mit so gemischt.
Ja, halb eins wird es gleich eigentlich die richtige Zeit zum Essen dann. Ja, wenn man sich der vergast, das heißt, kann man mein Papi schon herrichten. Zuerst einmal die Speckwürfel anbraten. Herrlich. So, kommen schon die Eierchen dazu. Gepflegt, Freunde, gepflegt, kann ich nur sagen. Der Duft. Vom Feinsten wieder mal. So, schmeißen wir noch die Paprika dazu. Nein, ist das ein Duft oder ist das ein Duft? Ha? Ordentliches Pfandl haben wir wieder. Noch ein bisschen würzen und dann geht's los. So, jetzt noch ein bisschen eine Spezialmischung drüber. Und jetzt kann es schon losgehen. Ja, ich sag einmal Mahlzeit, Freunde. Ja, Leute. Ja, Freunde, ich werde schnell in Ruhe fertig essen. Und dann schalte ich hier wieder dazu. Ja, bis gleich und Mahlzeit. So, das Pfandl ist leer. Alles brav gegessen, dass es wieder schön bleibt. Ein paar Pellets habe ich noch nachgelegt, der zirkt wieder. Das ist natürlich ein Grund, dass wir jetzt einen Kaffee machen. So, alles bestens. Und auf in mein Käffchen. Herrlich. Dann schaut die Welt natürlich gleich wieder anders aus. Ja, Freunde, Käffchen ist fertig. Herrlich. Ja, und jetzt haben wir quasi das Szenario. Das Käffchen ist fertig. Und ich habe keine Tassen dabei. Na super. Ja, Freunde, zum Glück habe ich meinen Becher dabei gehabt. Aber sollte euch so mal was passieren, dann schaut einmal da in das Video von den Tipps und Tricks Serien rein. Ich verlinke euch das da oben und dann könnt ihr schauen, was damit macht, wenn nichts dabei ist. Jo, dann wünsche ich natürlich wieder allen meinen Krankensesseln die herzlichsten Besserungsgrüße und natürlich dann den Rest der Welt. Prost, Freunde. Ja, ich habe heute mein Thermometer mitgenommen. Wir haben heute da 20 Grad und das stimmt auch zusammen mit der Uhr, die zeigt 21, also ja, ist ein bisschen woanders die Messstation, aber dürfte nicht etwas stimmen. Ach, der ist halt wieder gut, wow, ist ja fast eine Ex-Partie gewesen. Echt gut. Ja, Freunde, gegessen habe ich gut, Kaffee ist getrunken. Leider hat mich zuerst ein kleiner Anfall von Kopfschmerzen. Das wird leider immer ärger. Ich meine, ich habe jetzt ein Pulver vergessen, aber ich werde zusammenpacken und werde mal Richtung Auto gehen. Entweder haben wir einen Wetterumschwung oder naja, bin nicht mehr der Jüngste. Ich spüre halt auch schon jeden Schmoren. Vielleicht ist es auch der Wind, ich kann es nicht sagen. Ja, egal. Indianer kennt ja keinen Schmerz. He? Zum Glück bin ich kein Indianer. Und ja, ich packe jetzt Gas zusammen. Es dauert sowieso nur eine Zeit und bis ich beim Auto bin, dauert ja noch.
Passt. Ja, von der Gegend her ist wirklich schön da. Da gibt es gar nichts. Ja, Freunde, das war's einmal wieder. Ich verabschiede mich von euch gleich da aus dem schönen Wald noch. Da noch 500, 600 Meter und ich bin beim Auto, da wird mir sowieso nichts mehr entgehen kommen. Wenn ja, schalte ich. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Mauern und pfiat euch die Buben.